Ich hab keinen Bock mehr. Es ist mir alles zu anstrengend. Dieser verdammte YouTube-Job, da muss ich mich ja fast täglich besaufen, um mein Geld zusammenkriegen. Ich will einfach nicht mehr. Ich will einfach zu Hause flezen und den ganzen Tag Minecraft spielen. Weil dafür brauche ich sehr viel Geld. Weil Minecraft ist teuer. Kostet 4 Milliarden. Deswegen brauchen wir jetzt eine Methode, wie wir ganz schnell an ganz viel Geld rankommen. Und was wäre da besser als unsere eigene NFT-Kollektion, die wir jetzt hier zusammenbasteln? Außerdem, damit ich mehr von ihnen Geld kassiere, habe ich Steven entlassen. Der ist weg, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich ja Steven brauche, um die NFTs zu basteln, weil ich bin nicht so gut im Photoshop. Deswegen schalten wir live zu Steven. Hallo. Ja, ich bin hier zu Hause und ich habe euch ordentlich was mitgebracht. Damit eine NFT-Kollektion erfolgreich ist, muss sie irgendwie irgendwas mit Affen zu tun haben. Genau. Und deswegen ist unsere Kollektion Monkey Dicks. Schlicke, schling, schlong, dong. Lecker Schmecker, klein und rund, hops schnell in meinen Mund. Warte. Ja. Ich freue mich schon sehr, diese Dinger zu formen und ihnen Gesichter zu geben. Es wird großartig. Bist du bereit, Ricardo? Ich bin bereit. Geil, okay. Ich habe hier schon mal was Kleines vorbereitet. Ja, das ist hier unser Template. Ist es nicht wundervoll? Ich meine, wir haben hier Schenkelchen an den Seiten. Wir haben einen unausgeglichenen Hodensack, weil wir wissen ja, dass die Hoden, ne, die sind nie auf einem Level. Das ist immer so, einer weiter oben als der andere. Die geben sich gegenseitig ein bisschen Platz. Und hier haben wir eine wunderschöne, wie nennt man das von den Bäumen? Eichel. Eichel, ja. Genau. Und das müssen wir jetzt einfach nur noch einfärben. Wir haben ganz viele tolle Layer. Wir haben den Hintergrund, wir haben Beine, wir haben Juwelen. So funktioniert das nämlich. Du musst einfach nur irgendwelche Elemente basteln und die mit Matte zusammenhauen. Und dann, boom, hast du wie viele Milliarden Möglichkeiten, Ricardo? Es kommt darauf an, wie viele wir jetzt basteln. Das erste NFT ist fertig. Woo. Quasi das Preset, das Template, worauf dann alle anderen basieren. Genau. Gib's ihn, Steven. Okay, herzlich willkommen. Ding, Alter. Herzlich willkommen. Das ist Ebene 1. Das ist der Hintergrund. Ich habe mich hier entschieden für einen, weiß nicht, Sonnenuntergang. Ein bisschen hazy, ja, so ein bisschen schön. Und dann kommen halt mal die Beine reingesprungen. Nicht erschrecken. Das ist ein bisschen haarig und ein bisschen dunkel. Das ist aber egal. Es wird nämlich verdeckt von dem Allerbesten, von den Kronjuwelen. Dieses netten Affen. Dazu kommt ein Layer Haare und dann ein nettes Gesicht. Und getoppt wird das alles zum Schluss vielleicht noch mit einem leckeren Zubehör, was man zuschalten kann. Netter Ring, durchgestanzt durch den Hoden. Das sieht schmerzhaft aus. Und mir fällt jetzt ein, sorry, Kati. Wieso? Sie kann diese tolle Kollektion zuallererst sehen, Mann. Das ist doch der Wahnsinn. Das will man doch kaufen. Los, Leute. Direkt holt euch die Ethas und diese andere Währungen. Unten in der Beschreibung. So, aber ich meine, man kann Ring ja, nein machen. Also hätten wir jetzt quasi zwei NFTs. Das ist natürlich zu wenig. Deswegen lass uns jetzt aus den Layern verschiedene Varianten machen, dass wir mehr NFTs daraus basteln können. Eine sehr gute Idee. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Beinen an. Okay. Das ist am simpelsten. Das ist super einfach, das ist auch das Geile. Ich meine, super kompliziert und deswegen sind so eine NTF, wie heißen die Dinger nochmal? NFT ist so viel wert. Ich packe jetzt hier mal so einen Farbtonsättigungsfilter rauf und sag hier färben mit schön, ja, so muss es sein. Und man könnte diesen Effekt natürlich auch auf den Dongle-Schlong mit draufpacken. Vielleicht musst du auch heller. Das sieht doch ganz schön aus, oder? Aber die Outlines sind jetzt nicht mehr richtig. Die kannst du noch nachzeichnen? Das sind ja wieder, ist ja auch nochmal eine eigene Variante. Also haben wir jetzt zwei Beine und zwei Hoden. Und Zubehör können wir auch nochmal reinschalten, wenn wir wollen. Genau, dadurch haben wir bereits 8 NFTs, Leute. 8 NFTs. Verschiedene Varianten können wir daraus zusammenbasteln. Wow. Aber ich würde sagen, wir noch mehr Beinhaare. Farben. So, wir haben jetzt ein paar Farben zusammengebastelt. Hier die Juwelen sind in allen Colors of the Rainbow am Start und die kann man beliebig mixen, auch mit andersfarbigen Gorilla-Beinen. Der stellt doch mal ein komplettes zusammen mit Gesicht und Ring. Oh, okay. Hier, das ist doch ein wunderschöner Kontrast gerade. Dann machen wir noch einen Ring dazu und ein Gesicht. Und boom, haben wir einen neuen... Oh, warte, Hintergrund fehlt natürlich. Ach, genau. Haben wir einen neues NFT. Damit hätten wir jetzt 72 verschiedene Möglichkeiten. Geil. Das steigert sich. Was machen wir? Nächstes Haare oder... Ja, Haare und dann Gesichter. Obwohl man natürlich generell sagen kann, keine Haare ist auch eine Variante. Ja, definitiv. Finde ich nackig, finde ich sehr gut. Damit haben wir bereits 144 verschiedene Varianten. Das wird immer mehr. Das geht jetzt... Boom! Wie Omikron. Mir ist gerade eingefallen, hier, man kann ja, ne, auch rasiert machen. Und schwupps haben wir schon wieder eine neue Variante. Ist das nicht toll? Wie mit Omikron ja. Und Corona.
ständig neue Varianten. Wie wär's denn mit Kringeln? Oh, guck mal, Kringel sind schwierig. Oh, ja, naja, deswegen ist es ja auch so wertvoll. Weil es ist ja, es braucht schon ziemlich viel Skill, in Pixelart kringelige Schamhaare zu malen. Aber ich glaube an dich, Steven, du wirst es schaffen, weil denk dran, wenn du es hinkriegst, ist das einfach mal ein paar fucking Millionen wert. Du hast recht, ich gebe mir Mühe. Doch, das sieht schon aus wie Kringel. Schick, siehst du wieder eine neue Variante. Geil. Nee, finde ich gut. Das ist wie so ein fluffiger Afro-Look irgendwie so ein bisschen. Es sind wundervolle Gesichter hier noch dazu gekommen in unseren Potpourri. Also neben dem Standard-Boy haben wir jetzt auch Cutie Mac Shizzer. Wir haben, was auch immer, er lacht. Wir haben einen wütenden Rick. Wir haben einen richtig coolen Piraten. Yeah. den Pringles-Typen. Und eine Frau. Eine Frau, erkennt man an den roten Lippen. Ey, hallo. Ne, vor allem die blonden Augenbrauen, alle haben einfach nur schwarz und sie hat blond. Ja, natürlich. Das ist natürlich ein fetter Multiplikator jetzt. Rick, was sagt dein Mathehirn jetzt? Wo sind wir? Mein krasses Mathehirn, aka diese Tabelle, die ich hier nebenbei aufgemacht habe, sagt uns, dass wir jetzt 12.096 verschiedene Varianten draus basteln können. Wahrscheinlich ergeben nicht alle Varianten Sinn, aber ich glaube, aus 12.096 finden wir genug, um ein paar Sachen zusammenzustellen. Wenn einfach jeder für 1 Euro gekauft wird, bin ich schon glücklich. Das wäre krass. Aber wir machen ja nicht 12.000. Oder willst du etwa 12.000 Mal auf Speichern unterklicken? Nein! Ah, aber wir haben ja noch Extras. Ja, guck. Oh, warte mal. Erstmal muss ich hier einen wütenden... Ich wollte kurz was zusammenbauen, einfach mal was Neues irgendwie. So, guck mal, das passt jetzt nicht unbedingt alles perfekt zusammen, aber darum geht's ja auch nicht bei dieser Art von Kunst, okay? Aber guck mal, wir haben hier die Schamhaare von einem berühmten YouTuber, einen lila Pimmelmann und im Hintergrund, ich weiß nicht, wessen Mund das sein könnte, der da im Hintergrund ist, keine Ahnung, aber... Ja, es ist Kunst, das hinterfragt man nicht. Man interpretiert es nur. Ja, und kauft es für Millionen von Euros. Ja. Okay, wollen wir ein paar Extras basteln? Was denn für Extras? Ob man über die Eichel noch so eine Mütze machen kann? Natürlich, da. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich nicht sehr doll mit Hodenpiercings aus. Ich bin allgemein nicht gepierst und ich werde garantiert nicht meinen Hoden piercen. Ja, da verpasst du was. Geil. Zählt sowas als Piercing? Also das sieht aus davon, wie Stecknadeln. Vor allem, die sind nicht auf derselben Pixelhöhe, ne? Deine Mutter ist nicht auf derselben Pixelhöhe. Aber so, das sieht jetzt aus wie Ohren. Wie so eine Raupenohren. Okay, und wenn ich es hier oben hin mache? Ich finde es schon besser. Da oben so. Oh, oder man macht es halt. Man macht es einfach so Copy-Paste. So verschiedene. Weißt du, an verschiedenen Stellen? Extras! Wir haben Extras gebastelt. Also, Steven hat Extras gebastelt. Wie wär's mit. Wie wär's mit Naruto? Nee. Naruto, wie wär's mit Naruto-Haaren? Du meinst blonder Ninja-Stirnband-Haare? Oh, ja, das ist ja hier Trademark nicht so, ne? Also, Wir haben auch ganz formal einen Kingsman, ich meine einen Gentleman. Und wir haben was auch immer ja diese Nadeln Ding da. Ja, und wir haben immer noch den Ring. Wir könnten noch so viel anderes machen, aber... Da kann man so viel machen. Aber jetzt alleine könnten wir 52.920 verschiedene Varianten basteln. Klar, viele Varianten sind dann relativ ähnlich, weil dann nur der Hintergrund anders ist oder sowas. Aber ich glaube, man kriegt da schon ein paar zusammen, die ganz interessant sind. Also ich glaube, wir werden reich, oder? Definitiv, ja. Lass uns jetzt mal so ein tolles Skript schreiben und da auf die Plattform hauen. Genau.